Diese Mehrheit ist jedoch gering, rund 55 der Befragten betrachten die gemeinsamen Industriemaßnahmen der Verdi- und EVG-Gewerkschaften als eher oder vollständig gerechtfertigt. Eine gute 38% finden die Aktion eher nicht oder überhaupt nicht. 8 gaben keine Antwort. Die Befragten finden es gleichermaßen gerechtfertigt, ungerechtfertigt, mehrere Transportmittel gleichzeitig anzugreifen. Es ist jedoch nur eine Minderheit durch die Auswirkungen eingeschränkt. Insgesamt 69 der Befragten gaben an, dass sie wahrscheinlich nicht vom Warnschlag betroffen sein würden. Jeder Fünfte erklärte, dass sie die Auswirkungen Nutzer von Bussen und Zügen im lokalen regionalen Transport verspüren. 7% waren als Langstreckenreisende mit dem Zug betroffen. 2 drückten sich betroffene Flugreisende aus. Laut der Umfrage befassen sich diejenigen, die nun ihre Pläne ändern müssen, anders. Rund 28% nutzen jetzt ihr eigenes Auto als Alternative zu den tatsächlich geplanten Reisemitteln. Jeder von 4 Betroffenen möchte ohne geplante Reisen insgesamt ausgehen. So wie viele noch nicht wissen, ob und welche Alternativen verwendet werden. Unhöflich der Gewerkschaften, Konflikte zwischen den Gewerkschaften, der Warnschlag der EVG ist eine Farce, ein Setup. Dieser Warnschlag ist besonders besorgniserregend für Eltern mit kleinen Kindern, da Verdi auch wieder auf die Tagesbetreuungszentren abzielt. Die Tagesbetreuungszentren sind seit Wochen immer wieder im Streik. Und es gibt auch ein hohes Maß an Krankheitsurlaub unter den Pädagogen. Landsberg fügte hinzu, dass dies nach dem Corona-Horror wieder eine große Belastung für Familien sei und oft nicht gelöst werden kann, wenn beide arbeiten. Wir sehen hier einen Tarifverhandlungskonflikt, der weder ungewöhnlich noch unverständlich ist, sagte Schnitzer vom Rheinischen Post. Im vergangenen Jahr mussten die Mitarbeiter in Deutschland aufgrund einer hohen Inflation einen durchschnittlichen realen Lohnverlust von mehr als 3% akzeptieren, sagte sie. Auch für dieses Jahr erwarten wir eine Inflation von 6,6%. Vor diesem Hintergrund sind hohe Lohnanforderungen verständlich.